Hallo zusammen, ich grüße euch. Weiter geht's mit dem Bau meiner Modellbahn. Heute werde ich die Paradestrecke bearbeiten, zumindest schon den hinteren Bereich. Dort werde ich wieder den Bauschaum zurechtschneiden, den nachgipsen und dann begrünen. Hier vorne in dem Bereich werde ich noch keine Bäume setzen, eventuell doch, dann aber nur hier, aber nicht in dem Bergbereich hier, wo der Tunnelportal für die Straße ist, weil wenn ich da hinten noch am Arbeiten bin, dann möchte ich nicht mehr irgendwie was abreißen. Deswegen setze ich da die Bäume zum Schluss. Dann möchte ich auch ganz kurz noch Fragen beantworten, beziehungsweise eine Frage, die mir viele von euch gestellt haben, und zwar, was nehme ich als Schalldämmung? Nehme ich Kork, nehme ich eine Trittschalldämmung oder was nehme ich? Also, ich nehme überhaupt nichts, weil ich habe jetzt mittlerweile auch schon meine Erfahrung gemacht, weil das Ganze bringt nichts. Sobald du die Schienen geklebt hast oder Schrauben drin sind, ist es laut einfach. Gut, mit Schalldämmung habe ich jetzt nicht gearbeitet, aber mir ging es hauptsächlich nicht um den Lärm, wenn ich Kork benutzt habe, sondern einfach um das optische Bild, damit die Schienen, ich hatte ja vorher das Pico-A-Gleis, etwas höher liegen und du so ein schönes Schotterbett herstellen kannst. Da ich aber jetzt das Fleischmann-Profi-Gleis nehme und das schon ein Schotterbett hat und ich eigentlich mit der Geräuschekulisse überhaupt keine Probleme habe und selbst meine Frau nicht, denn das Schlafzimmer ist gleich nebenan und die hat wirklich empfindliche Ohren. Wenn ich da mal zu laut bin, dann steht die hier gleich auf der Matte, das könnt ihr mir glauben. Hat die also diesbezüglich nichts auszusetzen gehabt. Also habe ich mir auch gedacht, da kommt auch kein Kork oder irgendeine Schalldämmung hin, weil der Lärmpegel ist für mich in Ordnung. Ja. Das soll es jetzt auch gewesen sein. Jetzt fange ich an, die obere Ecke zu bearbeiten. Den werde ich jetzt nicht besonders zurechtschneiden, den ersten Teil hier, weil da werde ich mit Gips arbeiten, das soll noch ein bisschen Felsen werden. Ich werde ab hier das richtig so ein bisschen schief anschneiden, wenn ich es hinbekomme. Ich hoffe, ihr könnt was sehen. Aber ich denke mal, ich mache das jetzt zu Ende und wenn ich das dann zu Ende habe und fertig gegipst habe, werde ich euch dann das Ergebnis zeigen. Es ist ja jetzt einfach hier nur zurechtschneiden und dann werde ich das gipsen, eventuell auch Gipsbinden nehmen. Ich muss mal gucken, weil da habe ich nämlich zufällig noch ein paar gefunden. Dann brauche ich die nur hier drüber legen, dann habe ich quasi so eine kleine Böschung. Aber das werden wir sehen. Gut, ich zeige euch dann das fertige Ergebnis. So Leute, weiter geht's. Nachdem ich jetzt den Bauschaum zurechtgeschnitten habe, habe ich den nachgespachtelt, also mit Gips bearbeitet. Habe hier ein bisschen Felsen noch gemacht. Hier ist die Trennstelle. Da habe ich natürlich so eine Spalte offen gelassen. Da muss ich entweder mal mir was ausdenken, was ich dazwischen packe. Da kann ja auch ein bisschen Busch zwischen. Hauptsache ist, dass ich das nicht überarbeitet habe, also dass da eine Trennstelle drin ist. Hier habe ich ein Brettchen reingesetzt, weil hier soll ja ein Stellwerk hin. Da hinten, das ist auch jetzt nicht so schlimm, dass das da jetzt mit die Holzleiste davor guckt. Das werde ich noch dann begrünen, dann sieht man das später nicht mehr. Und ja, so sieht das Ergebnis jetzt aus von dem Bahndamm. Ich hoffe mal nicht, dass was am Hintergrund dran gekommen ist, war wohl vielleicht nicht so eine clevere Idee. Aber das ist mir jetzt letztendlich auch egal. Dann hast du hier unten vielleicht einen ganz kleinen Mini-Fleck, und den siehst du nachher sowieso nicht mehr. Ist nicht ganz so geworden, wie ich es mir vorgestellt hätte. Dann hätte ich, glaube ich, noch eigentlich die Bahn, wenn sie rausgekommen wäre, ein Stückchen rüberziehen müssen, die Strecke. Aber so ist das eigentlich auch okay. Und ich bin mal gespannt, wenn das trocken ist und ich das dann mit Farbe bearbeitet habe und begrast habe, wie es dann aussieht. Ich muss auch gucken, ich muss hier vielleicht eventuell noch so kleine Löcher reinschneiden, was heißt Löcher, so Ausschnitte reinschneiden, später für die Oberleitungsmasten, aber das sollte kein Problem sein. Ich habe die Oberleitungsmasten nämlich noch nicht da, ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt welche günstig bekomme oder nicht oder ob die was sind, weil jetzt werden vielleicht einige sagen, ja Junge, du musst erst die Oberleitungsmasten setzen und dann kannst du erst bauen, aber wenn ich das machen würde, dann wäre meine Anlage noch gar nicht so weit. Da müsste ich ewig warten und da muss ich ganz ehrlich zugeben, bin ich auch ein bisschen ungeduldig.
Ja, wie gesagt, das trocknet jetzt durch. Dann werde ich das wieder mit brauner Abtönfarbe beziehungsweise gleich mit Holzleim mischen, die braune Abtönfarbe, das bestreichen und dann begrünen. Hier und hier bleibt Felsen und hier wird dann alles dann mit Wiese gemacht. Da habe ich auch mir 12 mm Gras geholt und da wollen wir mal gucken. Gut, das war's jetzt auch erstmal. Jetzt lasse ich die ganze Geschichte trocknen und sobald ich dann anfange, die Felsen zu machen, dann zeige ich euch das natürlich. So Leute, nachdem der Gips jetzt durchgetrocknet ist, werde ich jetzt hier anfangen, die Felsen zu streichen. Da habe ich wieder ein helles Grau angemischt. Und wie gesagt, wenn das dann durchgetrocknet ist, werde ich da noch mit schwarzer Abtönfarbe rübergehen, beziehungsweise die schwarze Abtönfarbe ganz stark mit Wasser mischen. Weil die schwarze Abtönfarbe, die ist dann, wenn die mit Wasser gemischt ist, so dünn. Und wenn du da so bei dem Felsen ein bisschen bearbeitet hast, so mit, ja, wie soll ich sagen, mit Schraubenzieher oder mit so ein Zahnstocher, da so Streifen reingeritzt hast, da läuft das dann später schön rein. Kann jetzt vielleicht ein leichter Unterschied sein zu den anderen Felsen von der Farbe her. Aber das haben mir auch viele geschrieben in den Kommentaren, dass die Felsen durchaus auch verschiedenfarbig sein können. Hier lasse ich jetzt mal frei, da kommt ja sowieso später was dazwischen. Dann passt das. So, dann geht's hier weiter. Gut, ich mache das jetzt mal zu Ende und wenn ich dann hier anfange mit der Abtönfarbe und schon mal leicht dann anfangen zu begrase, dann werde ich euch das zeigen. Ja, die Felsen sind fertig. Die habe ich jetzt erstmal fertig gestrichen. Ich habe jetzt hier schon ein bisschen mit brauner Abtönfarbe grob vorgestrichen, beziehungsweise brauner Abtönfarbe gemischt mit Holzleim. Gehe jetzt mit einem kleinen Pinsel, um ein bisschen hinten weiter dran zu kommen, weil der Hintergrund ist dran. Da macht sich bemerkbar, dass es eigentlich nicht so eine gute Idee war, den Hintergrund vielleicht schon dran zu machen. Aber ich denke mal, da wird jetzt nichts Großartiges passieren und wenn, wird das kaum auffallen. Ich habe ja auch notfalls noch genug Hintergrund da. Ich habe mir gleich zwei Pakete geholt, gut mit eingedeckt. Den habe ich auch nur dran gemacht, den Hintergrund, weil der alleine schlecht dran zu machen ist. Und der Dennis hat auch nicht immer Zeit. Und dann habe ich die Gunst der Stunde genutzt, solange er dann da ist, dass ich dann mit ihm den Hintergrund dann dran mache. So, ich hole jetzt das Begrasungsgerät und dann geht es darüber mit Rasen. So, weiter geht's mit dem Begrasungsgerät. Ich habe jetzt, glaube ich, wieder, was ist das, 10 mm Gras oder 6 mm? 6 mm ist das. Ja, das ist jetzt auf jeden Fall die Geschichte, die ich machen muss und wie es dann letztendlich aussieht, zeige ich euch dann gleich. So, jetzt habe ich die Stelle soweit fertig. Hier kann ich nochmal nachgehen. Da kann man ja auch Sprühkleber nehmen, rübergehen und dann einfach nochmal mit einem Grasmaster rübergehen. Also da kannst du Schicht für Schicht machen. Den Trick habe ich mir nämlich abgeguckt bei der Intermodellbau. Ja, vielleicht ist das ja auch schon ein älterer Trick, aber ich kannte ihn vorher
Noch nicht, beziehungsweise ich habe auch noch nicht mit einem Grasmaster gearbeitet. Ich habe jetzt für diese obere Stelle bewusst jetzt etwas kürzeres Gras genommen, weil hier habe ich vor, ein paar Bäume hinzustellen, da so eine Weide, da ist ja nicht so ein ganz hohes Gras, dass da so ein paar Schafe oder was sind und dann wieder halt mit höherem Gras arbeiten. Nehmen wir erstmal das andere, das kürzere. Ich glaube, das ist 1,5. Ja, ich musste den Leuten recht geben, braune Abtönfarbe ist braune Abtönfarbe. Das ist einfach besser. Es ist einfach besser. Ich werde dann später hier an dieser Stelle noch, also noch einzeln punktuell, noch das dunkle Grün nehmen. So, ja, also so schlecht, wie es am Anfang aussah, ist meiner Meinung nach es nicht mehr. Mir gefällt das recht gut. Ja, ich muss natürlich hier den Übergang noch besser hinkriegen. Das passt dann schon, weil hier werden wirklich viele Bäume draufstehen. Und das soll so eine Weidewiese sein. Gut, ich mache jetzt die ganze Geschichte jetzt hier zu Ende. Und dann zeige ich euch nachher, wie es aussieht. Ich werde euch das auch soweit zeigen, wie es dann aussieht mit den Bäumen. Ich kann euch schon mal hier soweit zeigen, ich habe ja hier ein Brett hingemacht, an der Stelle. Könnt ihr das sehen? Ne, könnt ihr ja, da muss ich ein bisschen drehen, Moment. Und da stelle ich ja das Stellwerk drauf. Da muss ich mir natürlich auch noch was einfallen lassen, dass der Boden da gleich nicht vorguckt. Ich habe das nämlich nicht ganz so hingekriegt, dass das schön eingegipst ist. Da habe ich irgendwie nicht aufgepasst. Gut. Ich mache das jetzt erstmal zu Ende und dann zeige ich euch später, wie es aussieht. Ja, wir haben jetzt einen Tag später. Ihr seht, das ist jetzt alles trocken. So sieht es aus, was ich gemacht habe. Ja, man merkt hier, dass sich da die Feuchtigkeit in den Hintergrund reingezogen hat. Sehe ich jetzt nicht als ganz so tragisch an, weil da kommen im Endeffekt sowieso Bäume vor und das sieht man dann nicht. Und sollte es dann doch noch zu sehen sein oder mich extrem stören, dann habe ich immer noch genug Hintergrund da, um den mal auszutauschen. Also das war jetzt nicht sonderlich klug von mir, aber es ging da einfach darum, ich wollte den einfach schon dran haben, damit ich hier nicht so viel Material rumliegen habe. Weil das Zimmer ist echt nicht groß und es wiegt ja alles rum. Okay, mag vielleicht jetzt im Nachhinein ein Fehler gewesen sein, aber so schlimm ist es nicht. Ich kann damit leben. Wenn ich dran denke, wie der Hintergrund unten im Keller aussah, dann ist das schon also ein Schritt oder ein gewaltiger Fortschritt. Ja, also ich fange jetzt an, hier Bäume hinzusetzen. Beziehungsweise bevor ich da anfange, werde ich hier erstmal die Felsen granieren und das zeige ich euch auch, wie ich das mache. So, ich habe jetzt also ganz wenig Abtönfarbe auf dem Pinsel drauf und gehe da einfach nur etwas mit drüber. Ja, das ist jetzt ein bisschen viel Weiß, kann man eventuell dann auch wegmachen, aber ich mag sowas. Das dunkelt sowieso noch alles ein bisschen nach, aber ich glaube, das sieht schon ganz gut aus. Jetzt ist ein bisschen wenig. Noch ein bisschen Weiß nehmen. Bin der Meinung, das reicht. Da kommt vielleicht sowieso noch ein bisschen Wiese drauf, weil ich da einen Baum hinstellen will. Das dunkelt sowieso jetzt nach. Also das sieht wirklich gut aus. Ansonsten nehme ich einfach noch mal ein bisschen Abtönfarbe, stark gemischt mit Wasser und gehe da noch mal drüber. Also ich finde das so, wie es ist, in Ordnung. Das ist auch im Video immer ein bisschen verfälscht, das ganze Aussehen. Der Berg wirkt, wenn ich meine Videos selber angucke, echt dunkel. Aber das ist wirklich nicht so. Also die Leute, die jetzt hier waren, die haben mir gesagt, das sieht wirklich gut aus. Das passt.
ist halt so, du kriegst das halt nicht so gut aufgenommen, vor allen Dingen nicht mit dem Handy, als wie es dann im Live im Endeffekt aussieht. Ja, dann habe ich noch ganz kurz noch ein anderes Projekt vor, das zeige ich euch heute auch noch. Und zwar, der Dennis war zwischenzeitlich hier gewesen, der hat noch ein bisschen mit mir die Rampe ausgerichtet und er sagte, die Brücke wirkt in Grau nicht so. Ich zeige euch das auch nochmal. Die Brücke werde ich jetzt gelb machen. Ja, ihr habt richtig gehört, gelb kann ja eine moderne Brücke sein und dass die so ins Auge sticht. Und wenn mir das nicht gefallen sollte, kann ich da immer noch mit einer anderen Farbe rübergehen. Aber ich probiere jetzt einfach mal gelb. So, bevor ich euch zeige, wie es aussieht oder weitergeht bei meiner Paradestrecke, zeige ich euch mal eben die Brücke. Die Brücke ist grau, der Dennis war jetzt auch hier gewesen, hat mit mir noch ein bisschen die Rampen ausgerichtet, so einiges ausgebessert und hat dann auch gesagt, irgendwie wirkt die Brücke in Grau nicht so richtig, wie sie wirken soll. Ja, und jetzt bin ich auf die Idee gekommen, die Brücke gelb zu streichen und das mache ich jetzt auch. Und sollte mir das nicht gefallen, kann ich die immer noch überlackieren und wie es dann gleich aussieht, zeige ich euch. Ja, und jetzt habe ich die Brücke lackiert, beziehungsweise mit Acrylfarbe bestrichen. Das ist so ein Ocker gewesen, so ein helles Ocker. Ich finde, das sieht ganz gut aus. Ihr könnt mir ja mal eure Meinung zu der Brücke in den Kommentaren schreiben. Umändern die Farbe kann ich immer noch. Aber ich glaube, das wirkt. Man muss sich das jetzt vorstellen, dass hier drunter auch geschottert ist und ja, hier noch ein Baum ist und so weiter. Das Gesamtbild dann, wie es dann wirkt. Weil ich finde, dass da mal so eine andere Farbe drin ist, das kommt meiner Meinung nach sehr gut rüber. Gut, jetzt habe ich euch die Brücke gezeigt, wie ich sie geändert habe von der Farbe her und ich mache mich jetzt weiter an meine Paradestrecke und wenn ich da soweit fertig bin, zeige ich euch das. Ja Leute, ich habe jetzt die Paradestrecke soweit fertig. Es müssen noch Kleinigkeiten gemacht werden, so wie Bahndammböschung und so weiter. Eventuell vielleicht noch ein bisschen punktuell nachbegrasen. Aber im Prinzip gefällt mir das alles schon recht gut. Ja, ich habe jetzt deshalb nochmal die Brücke im Blick, weil mir das Gelbe mir eventuell oder Ocker doch nicht so gefällt. Ich habe jetzt mal mit mehreren Leuten gesprochen, auch mal ein Bild gezeigt. Die haben mir auch gesagt, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich hatte jetzt einfach nur unter den Aspekt gedacht, es ist eine moderne Brücke, streicht die gelb, sieht gut aus, könnte auch vielleicht gut aussehen, aber es passt nicht hier zu der ganzen Geschichte, wie ich sie habe hier. Also werde ich die Brücke wohl höchstwahrscheinlich in einen Blauton streichen. Ja? Muss ich mal gucken, also die Brücke bleibt doch nicht so. Ja, dann zeige ich euch mal, was ich jetzt gemacht habe. Ja, das ist jetzt die Paradestrecke. Wie gesagt, es fehlt nur Bahndammböschung. Ich habe hier so ein kleines Feld mit eingebaut. Da ist ein Bauer, der die Kuh melkt, einer, der den Zaun repariert, ein paar Kühe, ein Trecker. Ich weiß jetzt nicht, ob das noch zu überladen aussieht, aber das kann man ja jederzeit ändern. Da ist ja nichts großartig festgeklebt. Ja, dann habe ich hier noch ein paar Bäume. Ja. Hier muss natürlich noch ein bisschen später, der Dennis hat das auch gesagt, ein bisschen eingeschnitten werden für die Oberleitungsmasten, aber das ist auch, glaube ich, nur in dem Bereich. Aber das sollte kein Problem sein. Ja. Vielleicht hätte man es anders machen sollen, aber dazu habe ich ja jetzt schon was gesagt. Ja, da ist das Stellwerk, was ich auf dem Felsen stehen habe und hier kommt noch irgendein Busch dazwischen. Es kommt auch noch mehr Bahndammböschung dahin, da muss ich einfach mal sehen. Aber ich glaube, gesamt gesehen wirkt das Ganze schon recht gut. Upsa. Ja, das ist jetzt die Geschichte, die ich bis jetzt gemacht habe. Ja, das soll es jetzt auch schon gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Im nächsten Teil, hier habe ich ja schon vorbereitet, werde ich hier gipsen. Hier unten kommt eine Mauer dran und dann werde ich diesen Bereich bearbeiten. Da kommen allerdings nicht viele Bäume hin. Da muss ich mal gucken. Ich habe nämlich auch noch kaum welche, zumindest in der Art. Da muss ich mal gucken, was ich da nehme. Eventuell ein paar Tannen, schauen wir mal. Und dann wird hier auch etwas höheres Gras genommen. Da habe ich mir 10 mm geholt, dass das so ein Wildbewuchs ist. Und ich glaube, das wird dann ganz gut wirken. Später muss ich mir noch einen Schotter besorgen. Da wird ja auch noch geschottert. Aber schottern kann ich erst, wenn ich die Oberleitungsmasten habe. Ich meine, in der Mitte kann ich ja schon schottern. Das ist nicht das Problem. Aber außen warte ich, bis ich da die Oberleitungsmasten habe. Gut Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis bald, euer Dortmunder Junge.